It's crazy, it's party, let's do this. Sex ist geil, aber habt ihr schon mal ein Videospiel gespielt, ohne ein einziges Wort zu verstehen und trotzdem alles irgendwie zu blicken? Herzlich willkommen zurück zum Grand Finale von Pocket Monsters Green Version. Wie bereits angekündigt, habe ich trainiert. Jawohl, ich habe trainiert. Allerdings habe ich meine Trainingsziele nicht wirklich eingehalten. Das ist das aktuelle Standing. Wir haben ein Pokémon auf 55, das ist Elektroball. 1 auf 54 Flamara, 1 auf 53 Arctos, 1 auf, oder ne, 2 sogar auf 53, das ist Diktri und das ist hier natürlich Bisaflor, genau, auf Level 52 gerade mal. Irgendwann ist mir echt die Lust vergangen und ich hatte keinen Bock mehr auf der Siegestraße zu leveln. Und ja, ich habe auch einiges getan, was den Itemstand angeht, wie ihr eventuell sehen könnt. Ich habe ein bisschen eingekauft und habe diese ganzen PP-Sachen rein gemacht, also quasi die Attack Points, ich weiß gar nicht, wofür PP steht, Potential Points, Power Points, keine Ahnung, Power Points, das sind die Steckdosen, also das, was da hinten steht, wenn ihr es sehen könnt. Denn es ist ein bisschen anders geplant, als es geplant war, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Jedenfalls, ja, wir stehen hier vor dem Eingang. Zur ersten Top 4. Es gibt jetzt 4 Kämpfe, die wir hintereinander bestreiten können müssen, ohne uns heilen zu können. Und die erste in einem Reigen von 4 Trainern ist Lorelei. Sie setzt Eis-Pokémon ein, aber auch hauptsächlich Wasser-Pokémon. Gefundenes Fressen also für Elektroball. Dann mal ab dafür. Oh, ich habe vollkommen vergessen hier den Sound aufzustellen. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ja, aber ich habe nämlich ohne Sound trainiert, ich habe nebenbei Podcasts gehört und Musik gehört. So, ja, wir dürften levelmäßig immer unterlegen sein, so ein bisschen. Also es gibt, glaube ich, wenig Pokémon hier bei Lorelei, bei denen wir noch gut sind. Die setzen glücklicherweise immer noch keine Tränke? Ich glaube eher Tränke ein, ja. Jo. Genießen wir es noch. Genießen wir es in vollen Zügen, dass wir hier teilweise noch überlegen sind. Es gibt aber auch viele Erfahrungspunkte, wow. Das hat fast gereicht. Oh, ich habe Angst. Weg mit dir. Mal schauen, ob dieser eine Kampf alleine reicht für Level 56. Ich fände es ja unfassbar witzig. Okay, jetzt sind wir schon underlevelt. So schnell kann es gehen, nicht wahr, Leute? Wir müssen sogar paralysiert, kann es sein? Oder eingeeist, keine Ahnung. Egal. Falls das Ding ist auch besiegt, das heißt, letztes Pokémon müsste Lapras sein. Und für Lapras habe ich ja auch noch was. Also es geht eigentlich noch relativ schnell, muss man zugeben. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, 4 Level. Hoffentlich keine Eisattacke, weil das Ding ist ja auch vom Typ Wasser. Eigentlich müsste das ja voll gut sein. Ja, immerhin. Aber ja, das ist nicht gut. Weil ich habe genügend Belebber. Und wir überleben sogar. Sehr gut. Also das war die erste Top 4. Ich drehe mal den Lautstärkepegel etwas runter, damit ihr mich besser hört, weil es soll ja immer noch rüberkommen, was ich hier rede. Und ja, genau. Perfekt. Ist soweit erledigt und die Barriere öffnet sich. Wir kommen zu Nummer 2. Bruno. Und es wechselt sich sogar die Musik. Das ist cool. Ich glaube, das gab's nicht so häufig bei den Top 4, dass sich einfach so die Musik ändert. Und ja, ich habe übrigens auch tatsächlich 5-mal Ding gekauft, dieses Top-Genesung, ja genau, Top-Genesung gab es damals schon. Wer hätte es gedacht? So, er setzt allerdings auch Gesteins-Pokémon ein, das möchte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben.
It's going to be tough. Tough, tough. Ja, das ist eigentlich hier so prädestiniert für Arctos, unseren Eisvogel, der später sicherlich auch nochmal seine Rolle, seine Time to Shine haben wird. So, ja, ich habe nicht abgespeichert, ich hoffe einfach mal, dass das klappt. Give it to me! So, der ist natürlich auch bekannt als, ja, in späteren Spielen ist er auch nochmal Top 4. Und ja, das ist ja noch ebenbürtig hier. Wir haben 10 mal Eisstrahl, was sehr, sehr cool ist. Nur so nebenbei. Also ich finde Eisstrahl unfassbar cool. Okay, jetzt wird es etwas komplizierter, aber wir haben ja Flug. Oh, wir sind... Ist daneben gegangen? Oh, das ist nicht gut. Ja, aber auf der anderen Seite, wirklich tolle Attacken hat das Ding auch nicht. Jetzt aber. Noch so ganz rasiert haben wir es noch nicht, aber das kommt sicherlich noch. Puh. Das ist übrigens sehr warm draußen, wobei so ganz warm ist es auch wieder nicht. Ich meine, ich nehme das jetzt am Abend auf, an einem Montagabend, der nicht regnerisch ist und einfach nur ein bisschen dunkel. Deswegen habe ich auch die Zimmerbeleuchtung an. Ja, ich habe die Zimmerbeleuchtung an. Ihr seht meine Hände. Jawohl. Sehr gut. Jo, kriegen wir eigentlich ganz gut hin soweit. Ich bin erstaunt. Irgendwie zitter ich trotzdem. So. Also irgendwie den Levelunterschied merke ich jetzt nicht. Okay, das ist natürlich hier der Big Player. Level 58 hat es schon in sich. Wow. Und seltsamerweise normale Trainermusik, was ich auch sehr interessant finde. Ich glaube, das hat man angepasst bei in den Remakes auf die Arenaleiter-Musik. Sag ich viel eher passt. Und die geben natürlich auch ein ordentliches Preisgeld. So, jetzt kommt, glaube ich, hier gut, schwerste Herausforderung. Weiß ich gar nicht, ob man das so nennen kann. Also, wir werden ein bisschen so von der Musik her wieder in diesen Tower of Terror versetzt. Oder den Lavandia-Turm. Oh. Hm. So, also, was machen wir jetzt gegen Geist-Pokémon? Das ist die Preisfrage. Also gegen Geist können wir eigentlich so gut wie alles bringen, aber ich baue jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf Erfahrung. Ja. So, sie ist quasi die Granny, die irgendwie auch in der deutschen Version tolle Sprüche reißt bezüglich mit, oh ja, Professor Oak, war so ein toller Trainer und mittlerweile ein alter Greis und sie ist leider Gottes jetzt nicht das Gegenbeispiel der Jugend. Und meine Güte, wie sieht hier Gengar aus? Grüße an meinen Arbeitskollegen, der Gengar als Ding hat, als Tattoo. Also ich in der coolen, aussehenden Variante. Boah, immerhin, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Man wird ausgewechselt, okay. Ah, nein! Nicht verwirren! Da muss man das Pokémon austauschen. Ich denke, das sollte eigentlich reichen. Und es tut's. Oh, Gott sei Dank. Okay, es reicht für Level 56. Hat ja schon allein ich Dinge, Lorelei weggebattelt. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir schon einsetzen. Warum nicht Feuer? Was spricht gegen Feuer? So, was war hier nochmal? Flammenwurf. Okay, das ist ja alles Feuer. Okay, das ist Perse. Okay, was hast du als nächstes? Okay, Alpollo. Weil der Witz ist, die hat ja, glaube ich, zweimal Gengar. Und auch zweimal Alpollo, wenn mich nicht alles täuscht. Apollo! Apollo!
Das ist übrigens witzig, dass wir jetzt auf die beiden Pokémon, die sich per Tausch weiterentwickeln, in Folge treffen. Da finde ich ein sehr, sehr nettes Detail vom Spiel. So, dann macht man hier wieder unser Elektroball. Okay, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Was soll jetzt hier ein Gift-Pokémon? Also, ich verstehe es nicht so ganz. Ich checke die Logik noch nicht so ganz. Aber gut, wir sind übrigens paralysiert. Wollte ich nur mal so nebenbei anmerken. Liegt es an der Fähigkeit von Gengar? Wenn ja, bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nie von dieser Fähigkeit gehört. Und ich schimpfe mich über den Pokémon-Experten. Da seht ihr mal wieder, wie dumm ich bin. Oder wie unwissend vor allen Dingen. So, also ich bin ein bisschen erstaunt, wie schnell das hier geht. Also knapp 11 Minuten und wir sind schon mit drei Leuten von den Top 4 fertig. Was machen wir jetzt am besten? Ich hole einfach nochmal hier Feuer. Firebeast! Okay, Level 60. He's not here to play. Und ja, das war jetzt Nummer 3. Coole Sache das. Das lief schon mal wesentlich ohne Schmerzen. Jetzt müssen wir einen ganz schön langen Weg gehen und ihr seht, ich tue gar nichts. Wir bewegen uns ja trotzdem voran. Also das mache jetzt nicht ich, das macht hier das Spiel automatisch, wie auf dem Fahrradweg. So, jetzt sind wir hier bei der Nummer. Bei der Nummer 4, bei der vermeintlich letzten Herausforderung des Spiels. Ja, ich will ja nicht spoilern. Übrigens 18 Stunden. Also ich habe, glaube ich, so um die 2 Stunden trainiert. So, dann setze ich mal wieder ein paar Items ein. Kann ja nicht schaden. Meine Beleber brauchen wir noch nicht einsetzen, aber was wir auf jeden Fall einsetzen sollten, das ist hier das hier. Das ist nämlich Hyperheiler. Das habe ich mir auch gegönnt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Heilen, 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 heilen. So. Arctos, it's your time to shine. Oder Articuno, wie man im Englischen sagen würde. Ist eigentlich auch ein cooler Name, auch wenn ich ihn anfangs nicht so ganz verstanden habe. So, wir haben Siegfried. Ob er seinem Namen gerecht wird, das weiß ich leider Gottes nicht. Wer weiß das schon? Wir schauen uns nicht in die Augen. Und wir kämpfen einfach so, wie als wenn wir an der Bushaltestelle stehen würden und er trägt ein Cape. Not all heroes wear capes, but some people who wear capes are not heroes. Ich sollte Siegfried nicht dissen, weil Siegfried. Okay, das ist schon mal blöd, dass jetzt hier Garados kommt. What? Und bei mir seltsamerweise die Arena-Leiter-Mucke. Ja, hier mal wieder die Wasserfontäne. Sieht alles so einfach aus, ist es allerdings nicht. Es ist ziemlich schmerzhaft. Hilfe! Weg mit dir! Ich will dich nicht mehr. Ja, vierfache Effektivität killt natürlich sofort. Instant Kill. So, und jetzt hoffe ich, dass der Rest aus 4 reinen Drachen-Pokémon. Weil das ist ja kein Drache. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Wie man meint, Garados ist gleich Drache. Garados ist cool. Garados ist ein unterschätztes Pokémon. Ist eine unterschätzte Perle der Pokémon-Welt. Aber es ist kein Drache! So. Das war jetzt ein Drache übrigens. So, Level 54. Was hast du noch zu bieten? Ja, war das nicht der Typ mit den drei Dragonier? Also unfassbar langweilig. Nee, ich glaube, er hat sogar noch Aerodactyl. Übrigens, wir haben unser Fossil immer noch nicht befreit, aber das ist mir jetzt auch scheißegal. Jawohl, Aerodactyl auf Level 60 und das greift zuerst an. Hilfe. Ja, hat sogar Schaden genommen durch den Rückschlag. So, und jetzt wird es nochmal spannend zu sehen sein, wie wir uns hier schlagen gegen Dragoran. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Sieht so aus wie Dragoran auf Krücken. Und wir greifen sogar zuerst, danach ist es nicht cool. Yes! Woo! Mensch, und das in 15 Minuten mit dem Team. Mit dem Team, die komplette Top 4 weghauen. Wow, also das ist wirklich, da muss ich mir selbst hier, auch wenn ich noch nicht durch bin, ein paar Klatscher geben. Wow.
Ja gut, es ist angerichtet. Ich streite jetzt erstmal noch ein paar Schritte zurück. Ja, da erzählen sie jetzt übrigens, nein, es ist noch nicht vorbei. Es ist ein großer Plot-Twist. Uns erwartet noch einer und das ist hier unser herzallerliebster Gary. Puh, also. Gut, ich mache jetzt mal das ganze Heilungsprozedere noch in dem Part. Aber wir werden es brauchen. Ja, wo ist denn hier unser. Wo ist denn hier unser Kontingent? Wo ist denn hier unser Drunk? Ja, davon haben wir so noch 8 Stück, also das ist schon mal gefährlich. Wir leben gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Puh. Bleiben noch mal 5. Mal Trank übrig für diesen Kampf. Ich weiß leider nicht, mit welchem Pokémon er startet, weil der hat jetzt ein gemischtes Team. Ansonsten, da gab es jetzt einige Pokémon, die gar nicht zum Einsatz kamen über die gesamte Top 4. So, mal schauen, wen haben wir denn alles eingesetzt? Arctos. Weiß ja nicht, ob das reicht. Machen wir einfach mal das. Es sollte eigentlich reichen. So. 10 Mannvolt. Und ansonsten haben wir eigentlich keine großartigen Attacken eingesetzt, wenn ich mich recht erinnere. Ich speichere jetzt hier nochmal ab bei 1820. Und ja, im nächsten Part dann dementsprechend noch nicht der letzte Part. Denn es gibt ja noch was zu tun nach den Credits, wenn wir tatsächlich im nächsten Part fertig werden sollten. Und ich finde es richtig geil. Ja, Champ-Kampf. Im nächsten Part, wer hätte es gedacht, das wird dann Part. Lass mich mal überlegen. Während hier so die Musik ein bisschen abgeht, ich kann es mir mittlerweile gar nicht mehr merken. Kann es sein Part 60? Also es wäre so episch, wenn es Part 60 wäre. Das würde ja aufgehen, oder war, wobei, nee, das wird dann Part 59. Ja, jedenfalls, egal welcher Part der nächste ist, er wird episch werden. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet die Unschärfe und denkt daran, Freundschaft ist Magie. Okay, genug in mich gegangen. Jetzt wird's ernst. Okay, Leute, wir haben über 50 Parts auf diesen Moment hingearbeitet. Pocket Monsters Green kommt eventuell in diesem Part zu seinem Ende, zumindest was die großen Kämpfe angeht, gegen die großen Trainer. Wir haben es doch tatsächlich im letzten Part geschafft, binnen 15 Minuten die komplette Top 4 wegzubashen, mit eigentlich komplett unterlevelten Pokémon. Und jetzt kommt der große Showdown. Ich weiß nicht, mit welchem Pokémon ich beginnen werde. Ich nehme mal Arctos, weil ich meine, er setzt ein Pflanzen-Pokémon zuerst ein. Ich weiß es nicht so genau. So, es ist Gary Oak. Das hat uns übrigens schon Siegfried gesagt, nur wir können das ja hier nicht lesen. Und hat seine eigene Kampfmusik, die episch ist. So, vor genau 11 Jahren gab es schon mal in einem unserer Let's Plays und ich hatte teilweise recht. Also. Wow! First Kill. So, ich kann aber absolut nichts lesen. Das kann man versuchen. Oh, ging daneben. Ist ja cool. Ich weiß gar nicht, welche Attacke das ist. Auf jeden Fall hat sie geowned. Überleb, 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 überleb. Ja, sehr gut. Ah, oh, nicht ganz. Oh Gott, also das setzt das Trank ein, interessant. Glaube ich, der einzige Trainer, der das macht. Okay, ging daneben, cool. Und Nummer 2 eliminiert. Ah. Ja, das reicht sogar für Level 55. So, okay, es gibt sogar eine Attacke, scheiße. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß echt nicht, was das ist.
Geht einfach mal das drauf, ist eh egal. Es sind noch vier Pokémon, bis wir durch sind. Es sind noch vier verdammte Pokémon, bis wir durch sind. Es sind noch vier Pokémon! So. Oh, gar nicht mal so schlecht. Hey, wir sind richtig gut vorbereitet, merke ich gerade. Und wir greifen zuerst an, weil das Ding einfach nur fett ist. Puh. Halbzeit, noch drei! Oh, das ist ja übergeil. Was hat der für schwache Pokémon? Was hat der für Pokémon, die perfekt auf Arktos ausgelegt ist? Ich bin ein Genie. Okay, noch zwei. Eins davon. Das weiß ich jetzt. Eins müsste Fukano sein. Und ich meine, er setzt jetzt Fukano ein. Und wenn er Fukano einsetzt, haben wir was. Wir haben was. Nein, er setzt Garados. Ey! Nein! Nein! You're the chosen one, Luke! Anakin! Ja, mit dem Kill müssen wir es leider leben. Das ist Life I Chose. Aber egal. So, vorgeschwächt sollte das eigentlich leicht sein. 7 Level Unterschied. Komm, das packst du. Jawohl, ein Pokémon noch. Meine Güte, wir können es in 5 Minuten schaffen. So, jetzt natürlich Glurak. Und das ist der ultimative Killer, Level 65, das stärkste Pokémon des stärksten Trainers. Wie viele Runden brauchen wir, um uns zu eliminieren? Jetzt! Ja! Ich darf nicht so laut klopfen, oder ich darf nicht so hart klopfen, weil sonst fällt hier mein ganzes Equipment um. Ja! Yes! Es ist over, Armin! Und er belohnt sich nochmal mit Level 57 und wir haben es geschafft, wir sind Champ. Ich habe Pocket Monster Screen bezwungen, ohne ein einziges Wort zu verstehen, zwar mit meiner Übersetzungsliste, aber ja, es ist geschafft. I'm on the top of the world now! I'm the king! Ja, unfassbar. So, jetzt kriegen wir eine Slowdown-Version von dem Theme von Oak. Ja, komm. Wir wollen in die Ruhmeshalle aufgenommen werden für diesen ruhmreichen Kampf. Also ich muss sagen, eventuell wäre es gar nicht notwendig gewesen, dieses Leveling vorzunehmen. Also ich glaube, mit den 5 Pokémon, die wir drin hatten, hat man wirklich eine gute Balance. Und ich meine, wir kamen jetzt nicht zum Einsatz. Bisaflor kam nicht zum Einsatz. Technisch gesehen kam auch Diktri nicht zum Einsatz, weil hat ja keine einzige Attacke beigesteuert. Oder? Ich weiß es nicht mehr so genau. Egal, wir haben gewonnen. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich ein Spiel der ersten Generation richtig gespielt habe mit 5 Teammitgliedern. Und wir danken allen. Wir danken Arktos. Level 55 letztendlich. Eintrag in der Ruhmeshalle. Wir danken Flamara. Wir danken Electroball. Wir danken Diktri. Wir danken das Pokémon, das keine einzige Attacke in der Liga eingesetzt hat. Bisaflor. Ja, Bisaflor, ich verwechsel immer wieder Bisaflor mit Bisaknosp. Und unserem treuen Reitgefährt, welches wir nicht, wenn wir kein einziges Mal trainiert haben, Lapras. Und zu guter Letzt, The Guy, The Rukasu.
mit 34.377. Jetzt wird ja noch sogar unser Pokédex bewertet, ist mir scheißegal. Ich hab sie nicht alle. Genau, ich hatte sie noch nie alle. Weder im Hirn noch hier in Pokémon. Ja, das war's. Zumindest was jetzt hier die Liga angeht und was zumindest die Story. Ich meine, es gibt noch einen kleinen Bonus. Da freue ich mich ja richtig drauf. Bin ich mal gespannt, wie ich mich da anstellen werde. Jedenfalls, ja, Pocket Monsters Green. Ein Spiel, von dem ich vor einem Jahr nicht dachte, dass ich es kaufen würde. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, da zuzuschlagen. War ein recht gutes Schnäppchen mit den anderen Pokémon-Spielen. Ich kann, glaube ich, nur noch mal hier meine Worthülsen wiederholen, die ich damals schon bei Pokémon Rot ausgespuckt habe und was ich generell so in den ganzen Collection-Videos gesagt habe zu den Spielen, also zu der ersten Generation oder zu in meinem damaligen Poké-Review zur ersten Generation. Es ist nach wie vor ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Es sind zwei der wichtigsten Videospiele ever, aber es ist nicht der Höhepunkt von Pokémon. Und ich würde mir wünschen, wenn das manche Leute, die so vernarrt sind, in die erste Generation einsehen. Ich bin den Spielen unfassbar dankbar für das Erbe, das sie hinterlassen haben. Zumindest so gameplay-technisch. Ich meine, jetzt hier zwei Editionen immer rauszubringen, ist vielleicht doch, war von Anfang an ein Cash Grab. Pokémon war immer konzipiert, Geld zu machen. Wer hätte es gedacht? Ein kommerziell veröffentlichtes Produkt soll Geld machen. Ja, ich bin beeindruckt. Und das war's mit den Credits. Da, ja, so wenig Leute haben dieses Spiel entwickelt. Also eigentlich noch die viel größere Leistung. Ich meine, ein Gameboy-Spiel mit knapp 20 Spielstunden Content. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Mir hat es jetzt auf jeden Fall sehr gefallen. Auch wenn wir hier noch nicht durch sind. Wir sehen jetzt hier nochmal das Opening. Das Grand Opening. Ja. So heißt dieses Spiel. Und das ist unser Spielstand. So. Ich glaube, wir sind nicht geheilt. Das ist auch hammergeil. Ja, das ist so genial, dieses Spiel. Ja, das liegt nämlich daran, dass... Ich weiß gar nicht, woran es liegt. So, wir gehen jetzt nach Azuria City. Es gibt da nämlich noch eine verwahrloste Höhle. Wer hätte es gedacht? Wir heilen uns jetzt. Ich meine, das passt in den Part noch rein. Im nächsten Part wird man dann wahrscheinlich zu der Main Attraction dieser Höhle kommen. Attraction. So, dann also. Wir sind durch, ich kann es immer noch nicht glauben. So, dann legen wir mal hier irgendwas ab. Ich habe keine Ahnung. Was mache ich eigentlich? Also ja, die Dinger können wir alles soweit ablegen. Glücklicherweise haben wir sie doch irgendwie gebraucht. Also daher war es keine Verschwendung, die reinzunehmen. Keine Energieverschwendung von meiner Seite aus. Ja, aber wirklich notwendig war das jetzt auch wieder nicht. So, was wir mit reinnehmen, ist natürlich unser Ball, der Ball aller Bälle. Ja, wo ist er denn? Das müsste da sein, der Masseter-Ball. Masseter-Ball wurde aufgenommen und wir brauchen noch hier unseren Schutz. Wobei, ich glaube, den Schutz, den habe ich nie entfernt, kann das sein. Wobei, ich glaube, das bringt eh recht wenig, weil in dieser Höhle, ja, gelten so ein bisschen andere Gesetze. Es ist der Ort, wo man so ziemlich die stärksten Pokémon des Spiels begegnen und fangen kann. Es ist die Azuria-Höhle, bzw. Geheim-Dungeon, der hier ja, glaube ich, anders ist als noch in den Westspielen. Ich meine, es hat noch verändert für Pokémon Blau. Ich bin mir nicht sicher. So, dann let's get ready to ramble rant, würde ich sagen. Also ich glaube, damals hieß er wirklich nur Geheim-Dungeon, mittlerweile nennt man, glaube ich, Azuria-Höhle. Und in der schlummert unfassbares Potenzial, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ohne allzu viel zu spoilern.
Eine Trainerin. Oh Gott, das ist, glaube ich, der leichteste Kampf ever. Oder könnte aber auch herausfordernd werden. Also das ist, ich will es nicht ausschließen. Okay, eher letzteres, aber immerhin Level 31. Ja, Arctos walte deines Amtes. Oder Amte deines Waldes, genau. Amte deines Waldes klingt auch sehr, sehr schön. Ja, dann darf ich mich schon mal wieder darauf einstellen. Ja gut, ich werde, glaube ich, Pokémon Karmesin nicht vor August aufnehmen. Weil das ist jetzt Anfang Juli, wo ich dieses Video aufnehme. Also ich bin jetzt wirklich gehypt. Und nehme unter anderem auch deswegen auf, weil ich gerade aktuell alleine bin zu Hause. Daher lohnt sich das voll, was ich hier mache. Jetzt habt ihr das gesehen. Jetzt habt ihr es endlich mal gesehen, nicht wahr? Okay. Also, ich hoffe, das wird nicht allzu kompliziert und nicht allzu schmerzhaft. Gehen wir rein. Ich hoffe, wir brauchen kein Ding. Was eigentlich? Hab's mir nicht gemerkt. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, wir wehren die wilden Pokémon wirklich ab. Wenn ich gerade einfach Level 56 daherkommt, was wird immer noch schwache Pokémon ab? Weiß gar nicht, was das alles ist. Man kriegt übrigens auch hier in dem Spiel einen zweiten Meisterball, wenn man an der Lotterie teilnimmt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder gab es die Lotterie damals schon? Ich glaube nicht, weil es war zeitbezogen, das Event. Ja, ich übrigens einen absoluten Suchti dafür, dass ich hier so viel Schutz geholt habe. Das ist einfach nicht verhältnismäßig. Okay, haben wir schon ein kleines Labyrinth. Ja, epische Musik. Aus dem Rocket. Weil so ein bisschen mit Team Rocket hat es ja was zu tun. Okay, jetzt begegnen wir ein stärkeres Pokémon, nämlich Ditto. Also ist zumindest gleich stark. Ja, unser herzallerliebster Shapeshifter. Den wir eliminiert haben, erwartungsgemäß. Okay, hier scheint ein anderer Wind zu wehen. Mit Pokémon auf Level 56. Also hier kann man auch wiederum gut trainieren, das ist durchaus möglich. Können wir irgendwie flüchten? Ja, wir können flüchten. Aber ich glaube, wir sind ja so gut wie fertig. Also ich gebe jetzt keinen Scheiß mehr auf die Items, ohne Witz. Meine, wir könnten natürlich versuchen, Mewtwo ohne den Meisterball zu fangen, aber ich habe dafür meine Hyperbälle nicht mitgenommen. Und wie gesagt, dieses Pokémon ist prädestiniert für den Meisterball. Es ist einfach so. Level 65? Wow! Aber wir können trotzdem noch flüchten, das ist sehr schön. Ja, also seht, jetzt bringt Schutz endgültig nichts mehr. Aber meine Güte, was man hier für Pokémon fangen kann. Eigentlich schon episch. Aber. Okay, wir kriegen ja noch Items. Okay, ich soll euch den Part schon längst beenden. Weil das Problem ist jetzt leider nur, wenn ich jetzt den Part beende, ich glaube, es dauert keine 5 Minuten im nächsten Part und dann sind wir hier durch. Also wird dementsprechend dieser Part etwas überzogen werden. Wie gesagt, ich laufe jetzt nicht nochmal zurück und hole die Hyperbälle. Ach. Oh, sogar Elektroball gibt sich die Ehre.
Elektroball ist genauso stark ist wie. Wobei, ne, unser anderes, unser Elektroball, das ich vorne habe, ist stärker als das Ding. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich irgendwie ein Hyperball. Ja, also mit den Pokémon lässt sich durchaus was anfangen, die man hier fangen kann. Deswegen lohnt es sich schon zu leveln. Also wenn ihr nochmal ordentlich leveln wollt mit eurem Team, kommt in diese Höhle rein. Also ich bin immer wieder erstaunt dafür, dass es so spät am Abend ist und ich einen 8-Stunden-Arbeitstag hinter mir habe, spiele ich das trotzdem relativ lässig. Das ist cool soweit. Ja, also entschuldigt, dass ich jetzt hier nicht so sehr im Detail auf diese Höhle eingehe, aber es ist halt wirklich, ja, es wäre nervtötend, sich ständig unterbrechen zu lassen. So, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir Surf einsetzen in diesem Spiel. Zeigt doch einmal deine ganze Eleganz, Schönheit und Pracht, Lapras. Jo, das wird der Ort sein, wo wir abspeichern werden. Und das ist Mewtwo. Man kann übrigens auch Mew in diesem Spiel fangen, natürlich über einen nicht so ganz offiziellen Weg. Aber das überlasse ich gerne anderen Videos. Könnt ihr gerne mal schauen. Googelt einfach Mew-Glitch. Es gab übrigens auch solche Mew-Stations. Das waren quasi die allerersten Verteilaktionen, wo du extra deinen Gameboy mit so einem speziellen Linkkabel an irgendeine Maschine anschließen musstest. Das war sogar die Mew-Machine. Hast du ein offizielles Mew bekommen. In diesem Spiel gibt es, oder momentan, oder jetzt gibt es keinen Mew auf normalem Weg mehr in diesem Spiel. Nur über den Glitch. Und es sagt auch eigentlich hier nur Mew, aber es ist Mewtwo. Ja, dass er nicht so gebückt ausschaut wie in den West-Versionen. So. Meine letzte Amtshandlung. Meisterball Flieg. Ich hätte mir natürlich jetzt auch einen epischen Battle mit ihm leisten können, aber oder liefern können. Und wir kriegen da sogar einen Pokédex-Eintrag. Es ist genau 2 Meter groß. Und es wiegt etwas mehr als ich. Gibt's. Wobei, wir geben ihm einen Spitznamen. Kann ich hier auf Ding umswitchen auf Normalbuchstaben? Nein, geht nicht. Dementsprechend Ende. Und es wurde auf die Box getan. So. Dann speichere ich jetzt nochmal ab. Und damit endet dieses Let's Play an einem, wenn mich nicht alles täuscht, Mittwoch. Okay, so soll es sein. Ich bedanke mich bei all den Zuschauern, die jetzt diese ganzen knapp 60 Parts ausgehalten haben. Es war ein sehr, sehr unterhaltsames Let's Play. Es war ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel, das auch die eine oder andere Nuss mir zum Knacken gab mit dem Japanisch. Spielerisch hatte ich das ja alles schon. Wie gesagt, das ist erste Generation der Pokémon-Spiele. Und ja, wie gesagt, danke nochmal. Es war wirklich ein erfolgtes Let's Play bisher, so von den Parts, die veröffentlicht worden sind. Also heute an dem Tag, an dem ich das aufnehme, kommt erst der 34. Part raus oder der 37. Es müsste der 37. Part sein. Und trotzdem, ja, relativ gute Einschaltquoten für meine Verhältnisse oder Views, sagt man ja. Das ist ja YouTube-Sprache. Dementsprechend, ja, es könnte sein, dass das nicht das einzige Pokémon-Spiel ist, das ich auf Japanisch gespielt habe, aber für Pocket Monster Screen gilt, ich hab's geschafft. Danke nochmal und ich. Was sind jetzt die letzten Worte, die ich jetzt hier noch an die Nachwelt abliefern möchte? Pocketto Monster! Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie. It's a Wrap! Sagt man da, glaube ich. Das war's. Mina seiko arigato kakakawaii heisa songon. Und ich weiß, das letzte war nordkoreanisch, aber es musste einfach sein. Diese Energie musste aus mir raus. Und ja, wie findet ihr eigentlich mein Tripod? Schon geil, oder? Also, mir gefällt es auch sehr. Und dann dieser schöne Aufsteller mit dem Game Boy Advance in Metallic Pink. Es ist ein Game Boy Advance SP in Metallic Pink. AGS 101.